Was Neues von Kit gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren... Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher... das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Mm-mm. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, circa 1981. Ich glaube, auf der Zeitachse war ich noch nicht. Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Keine Lust zu warten, bis Mutter Natur ihre Arbeit tut. Aber ich komme nicht ran. Knopfdruck und tada! Ein künstlicher Regenguss wässert die trockenen Felder. Süße Träume, Hill Valley. Die Expo möchte Sie daran erinnern, alles, was Sie brauchen, um Ihre Träume wahrzumachen, finden Sie bei Hell's Eisenwaren. Hell's Eisenwaren, seit 1895 im Dienste unserer schönen Stadt. Und nach dem Regen...
Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, natürlich unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Gelegentlich an die frische Luft zu warten, bis Mutter und Natur ihre Arbeit schöner sein als eine Spritztour mit dieser super ein künstlicher Regenguss bessert die trockenen Felder. Das Jahrhundert sieht rosig aus für unsere schöne Metropole. Springen Sie mit uns 50 Jahre in die Zukunft und sehen Sie das Hill Valley von 1981. Präsentiert von Hell's Eisenwaren und der Fantasie der ganzen Menschheit. Könnte das unser altehrwürdiger Rathausplatz sein? Ja, tatsächlich. Auch wenn er etwas neuer aussieht, ist seine Funktion dieselbe wie immer. Aber wo sind die Menschen? Na, unter der Erde. Ein Tunnelnetzwerk, das eine Meile unter die Erde reicht, bietet den 10 Millionen Einwohnern des zukünftigen Hill Valley reichlich Platz zum Spielen, Arbeiten und um Kinder großzuziehen. Natürlich wollen sich unsere Bürger auch gelegentlich an die frische Luft wagen. Und was könnte schöner sein als eine Spritztour mit dieser super Hochbahn von morgen? Und nach dem Regen? Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, ca. 1981. Ich leih ihn mir nur aus. Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland. Ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Crockett. Das juckt mich nicht. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht. Sie sollten hierbleiben. Was? Ich meine, Sie sollten sich um diese Sache kümmern, am Anmeldungsstand. Ach das, wir haben endlich das Formular gefunden. Es war in meiner Tasche. Aber... Na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland! Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. Warte, Emmett. Hoffe, du bist bereit für eine Trennung. Emmett? Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt. Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke. Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt.
Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon! Emmett, hast du eine Sekunde? Klar, ich habe sogar mehrere. Was ist mit den neuen Klamotten? Gefallen sie dir? Du siehst aus wie Colonel Sanders. Wer? Unwichtig. Edna hat sie mir gegeben. Sie sagt, meine übliche Kleidung hätte zu wenig Pfiff für eine Expo. Sag mal, zeigst du diesen ganzen neuen Kram bei der Expo? Ja, das ist unser mentaler Affinitätsmesser. Mentaler Affinitätsmesser? Was ist ein mentaler Affinitätsmesser? Das weißt du nicht. Das ist die größte Erfindung seit der Egreniermaschine. Und was macht er? Er liest und wertet die geheimsten Wünsche des menschlichen Geistes aus. Wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey! Die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mithilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. Ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Warum willst du die Gedanken der Leute lesen? Nun, stell dir mal vor, Erkrankungen des Gehirns per Knopfdruck zu diagnostizieren oder herauszufinden, ob ein Zeuge im Gerichtssaal die Wahrheit sagt, indem man ihn an ein kleines Gerät anschließt. Das kann deine Maschine? Noch nicht. Im Augenblick ist es nur ein verbessertes Potentiometer. Aber mit den Jahren der Forschung und einer Menge Investoren wird der MAM in der Lage sein, unzählige Psychosen und Neurosen zu erkennen. Alkoholismus, Höhenangst, Ödipuskomplexe. Und? Ja, und damit ist das alles heilbar. Natürlich. Egal. Sag mal, du und Edna... Ist das etwa was Ernstes? Nun, wir zwei lachen auch schon mal über einen Witz, aber insgesamt nehmen wir das Leben ernst. Wieso fragst du eigentlich, Marty? Nein, 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 ich meine, wie ernst ist eure Beziehung? Oh, nun, als Wissenschaftler kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber vorläufig nehme ich an, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin. Wirklich? In Edna? Was soll ich sagen? Sie ist meine Muse. In den Wochen, seit wir uns treffen, hat sie mich auf so viele wunderbare Ideen gebracht. Hast du eine Gedankenkarte von dir angefertigt? Natürlich, sie selbst. Edna hat recht. Du bist wirklich ein Musterbürger. Zumindest, wenn man meiner Erfindung glaubt. Unter uns gesagt, dieses ganze Unternehmen ist meiner Meinung nach Hokuspokus. Keine echte, ernsthafte Wissenschaft. Und das hast du alles in 2 Monaten erfunden? Tja, wie ich schon sagte, da ist wirklich nicht viel Erfundenes dabei. Ich habe nur einen 5-Dollar-Potentiometer mit allen Schikanen ausgestattet. Aber... Versteh mich nicht falsch, es ist außergewöhnlich gut darin zu bestimmen, ob ein Subjekt etwas Erlebtes mag oder nicht. Aber die ganze Kategorisierung in Kriminelle und Musterbürger ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts als Blödsinn. Du siehst beschäftigt aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Was ist das? Das ist eine Kanne Motorenöl, Raketentreibstoffabfall und diverse chemische Reste meines aufgegebenen Raketenautos. Eklig. Ja, es ist in der Tat ziemlich eklig. Wärst du wohl so freundlich, es zu entsorgen, wenn du gehst? Sicher.
Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kit Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf... Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Unglücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Schwer. Extrem. Meine Mutter hat aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Das Gehirn eines degenerierten Kriminellen. Das ist Kit Tennants Gedankenkarte, eine Aufzeichnung von unserem Gehirnvermessungshelm. Dank dieser Karte erkennst du, dass er ein Verbrecher ist? Nein, aber wenn sie in den mentalen Affinitätsmesser geschoben wird... Verrückt. Nicht verrückt. Das ist Wissenschaft.